Interview mit Natalie, die in der Schweizer Armee Militärdienst leistet. Alle Männer mit Schweizer Staatsbürgerschaft im Alter von 19 bis 31 Jahren, die nach medizinischem Gutachten für die Front zugelassen wurden, sind dazu verpflichtet, ihren Dienst in der Schweizer Armee zu leisten. Man ist dazu verpflichtet, in der Armee zu dienen, auch wenn der Beitritt bis nach Abschluss der Universität aufgeschoben werden kann. Eine bekannte Besonderheit der Schweizer Armee ist die Frauenarmee. Was macht sie aus? Kann der Militärdienst der Frauen als Kriterium für Gleichberechtigung und Chancengleichheit angesehen werden? Ja, bestimmt. Können auch Frauen mit anderer Staatsangehörigkeit den Streitkräften der Schweizerischen Eidgenossenschaft beitreten? Nein, nur Schweizer. Es kann Ausnahmen geben, aber eher selten. Wann und wo werden junge Mädchen erstmals umfassend über ihren möglichen zukünftigen Militärdienst informiert? Gibt es Orientierungstage? Ja, wir kriegen einen Brief per Post. Da kannst du dich für so einen Tag anmelden. Was finden denn Mädchen am Militärdienst anziehend? Es ist toll und die Schweiz ist das einzige Land, das uns die Waffen mit nach Hause nehmen lässt. Ich als zukünftiger Leutnant habe sogar eine Pistole bekommen. Wie lang ist die Dauer und wie sind die Bedingungen für den Frauendienst? Normalerweise genauso lang wie die Männer. 4 Monate und dann kannst du weitermachen, wenn du einen neuen Rang bekommst. Dafür muss man zur Schule gehen. Ich bin schon 1 Jahr bei der Armee. Was war der Hauptgrund deines Militärdienstes? Vielleicht der Wunsch, eine militärische Karriere aufzubauen, physische Fähigkeiten zu erlangen oder vielmehr Vaterlandsliebe? Ich wollte es aus keinen besonderen Gründen. Es spiegelte nur meine Interessen wider. Kann eine weibliche Wehrpflichtige den Ort ihres Dienstes selbst auswählen? Nein, du wirst aufgestellt. Kann eine Frau den Dienst aufgrund besonderer Umstände vor der gesetzten Frist kündigen? Nur aus medizinischen Gründen. Oder du kannst rausgeworfen werden. Aber ansonsten nicht. Ich beende meinen Dienst 3 Wochen früher wegen der Universität. Das ist aber für jeden so. Hat eine Frau, die in der Armee gedient hat, Vorteile bei der Arbeitssuche? Ja, die Leute stellen eher Personen an, die in der Armee Führungsfähigkeiten erlernt haben. Dienen junge Männer und Frauen gemeinsam in gemischten Truppen? Ja, und ich bin das einzige Mädchen. Wann beginnt und wann endet denn ein Tag in der Armee? Unterschiedlich. Normalerweise von 5.45 Uhr bis 23 Uhr. Gibt es irgendwelche Erleichterungen, die die Mädchen aufgrund ihrer Physiologie bekommen? Nein, du musst auch die 25 bis 60 Kilogramm mit dir herumtragen. Haben andere Frauen in deiner Familie auch beim Militär gedient? Nein. Wie hat deine Familie auf deine Entscheidung reagiert? Bist du auch jetzt mit dieser Entscheidung zufrieden? Meine Mutter ist nicht so begeistert, aber sie sieht, dass ich glücklich bin und unterstützt mich deswegen. Ich liebe es. Es ist anders als Schule und alles, was ein Mensch im regulären zivilen Leben tun würde.